Hey ho Leute und herzlich willkommen zur 13. Folge von Haus der 1000 Türen. Ich wollte gerade House of 1000 Doors sagen. Haus der 1000 Türen, Familiengeheimnisse. Mir ist noch was aufgefallen und zwar haben wir in der Werkstatt das Expertenobjekt vergessen. Beziehungsweise ich habe es übersehen. Und zwar haben wir das hier. So ein Nudelholz und so ein Teleskop. Ich habe bestimmt noch ein paar mehr übersehen von den Expertenobjekten, aber naja, werden wir schauen, ob wir die noch irgendwie bekommen. Dann werden wir jetzt uns, ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, oder waren wir halt in der Werkstatt des Bildhauers und jetzt schauen wir mal in sein Haus rein. Wird er vielleicht ihn selbst finden? Nicht ganz, aber... Wir sehen hier ein Hochzeitsbild der beiden anscheinend. Oh, wie schön. Und wie traurig. Und oh. Das Haus des Bildhauers. In diesem Haus regiert das Chaos. Überall sind Stücke aus Marmor verstreut und das Essen ist verdorben. Hat Ned... Ned hieß er, nicht Nick. Okay. Hat Ned versucht, sich zu Tode zu hungern? Der arme Mann konnte nicht mit dem Tod seiner Frau fertig werden. Das ist so schade und so traurig. Oh Mann. Das ist. Das Essen ist unberührt. Ich nehme an, der Bildhauer ist verhungert. Er wollte ohne die Liebe seines Lebens selbst nicht weiterleben. Es ist heftig. Es ist richtig heftig. Es tut mir so leid. Noch mehr schöne Statuen. Der Meister hat sich wohl entschieden, sie nicht zu verkaufen. Geld hat ihm wohl nichts bedeutet. Ja, Geld ist klar, Geld ist nicht alles im Leben, aber... Naja. Die Sachen gehörten Sylvia. Ned hat sie nach dem Tod seiner Frau wohl dagelassen, wo sie waren. Ja, schauen wir mal hier rein. Ah! Hier sehen wir also die Totenköpfe. Dafür brauchen wir die also. Wir brauchen also noch... Ah ne, den Bronzenen haben wir hier schon drin. Okay, kurios. Aber ich möchte mich erstmal weiter umschauen. Deswegen... Ich möchte erstmal schauen, was hier noch so ist. Was haben wir hier zum Beispiel? Ein Revolver. Wollte er sich damit vielleicht auch umbringen? Hier brauchen wir einen Schlüssel. In der Schatulle muss etwas Wertvolles sein. Ich muss den Schlüssel finden. Oh. Vergib mir, Liebling. Ich kann nicht ohne dich leben. Ich hoffe, dass dich diese Statue zu mir zurückbringen wird. Jetzt wissen wir also auch, was diese Statue ist. Im Esszimmer. Im Speisesaal. Das ist anscheinend seine Frau. Oh Mann. Das ist so traurig. Statuen können auch Menschen nicht ersetzen. Das geht einfach nicht. Hallo? Was hat das im Maul? Der Hirsch hat etwas in seinem Maul. Ja, aber was? Können wir da nicht irgendwie dran ziehen, oder? Was können wir hier jetzt machen? Das fällt mir gerade gar nicht ein. Was können wir da... Was haben wir mit der Zange da jetzt irgendwie dran, oder? Ah, tatsächlich. Boah, ist das eklig. Einfach mal mit der Zange so das Maul geöffnet. Viereckiger Schlüssel, okay. Nee. Igitt. Der Hut und der Schal haben dem Eigentümer des Hauses gehört. Ja gut, den viereckigen Schlüssel, wo war der nochmal? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wo man den einsetzen konnte. Jetzt suche ich nochmal kurz nach dem Expertenobjekt. Und das hatten wir hier drin, glaube ich, noch nicht. Und da ist bestimmt irgendwo eins hier drin. Ja, das da. Also es ist einmal so ein, wie nennt sich das nochmal, Metronom. Und irgend so ein Behälter. Keine Ahnung. Okay. Dann schauen wir uns auch den Zeitungsartikel hier an. Herr Stark stirbt aus unbekannter Ursache. Ein Nachbar von Ned Stark sagte... Ich nenne ihn jetzt Stark und Stark im Wechsel irgendwie. Ich weiß nicht, tut mir leid. Sagte, dass Ned nach dem Tod seiner Frau verrückt wurde. Und
von der Idee besessen war, sie wieder auferstehen zu lassen. Ned Stark hat aufgehört, sich mit den anderen Menschen abzugeben und weigerte sich zu essen oder zu trinken. Die örtlichen Behörden baten die Polizei um Hilfe, um ins Starks Haus zu gelangen, aber es war zu spät. Der Bildhauer war bereits tot. Seine Leiche lag neben einer Statue von Sylvia Stark. Alle Anwesenden sagten, die Statue war das Schönste, was sie je gesehen haben, oder keine Ahnung. Warum fehlt da jetzt ein Stück? Komisch. Okay, das heißt, es ist wirklich die Sylvia dann, diese Statue. Das ist krass. Jetzt weiß ich, was Ned getötet hat. Angst. Er starb bei dem Versuch, die Schönheit seiner Frau in Form einer Statue zu replizieren. Es gelang ihm, aber er bezahlt einen schrecklichen Preis dafür. Also wo ist die Statue von Sylvia? Im Haus? Ja, wir wissen doch schon, wo die ist. Zumindest ich weiß das. Das ist krass. Das sind die beiden. Waren schon ein hübsches Pärchen. Ein Hochzeitsfoto der Starks. Sie waren ein wirklich schönes Paar. Ja. Das ist so traurig. Oh Mann. Okay, wollen wir das jetzt schon mal hier machen? Komm. Wir probieren es mal. Silber kommt hier rein. Doch nicht, hä? Ach so, wir müssen die an die Plätze bringen. Jetzt verstehe ich es auch. Platziere jeden der Schädel an seinen korrekten Platz. Klicke auf einen Schädel, um ihn zu bewegen. Okay, oh Mann, ich mag sowas auch nicht, wirklich. Das heißt, wir könnten dich jetzt hier hin machen. Da führt dich noch da. Ja, funktioniert das überhaupt? Jetzt haben wir den goldenen schon da, aber wir müssen den bronzenen ja irgendwie noch darüber bringen. Ah ne, das stimmt jetzt schon. Okay. Boah, dieses Geräusch. Okay, das ging ja leichter als erwartet. Ich dachte, das geht jetzt voll lang, bis ich hier fertig bin. Das dauert total lang und ist voll schwer und alles. Okay, ein Porträt erhalten wir. Was ist das hier? Ein Schleifstein. Ah, okay, den können wir in der Werkstatt einsetzen. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Gut, das ging ja schneller als erwartet. Dann haben wir hier, denke ich mal, alles bisher. Hatten wir hier jetzt schon das Meisterobjekt gefunden? Oder Experten. Warum sage ich immer... Oh Mann! Irgendwie sage ich das dauernd falsch. Ich habe mir gerade eingebildet, dass ich das hier... Ah doch, Tatsache. Okay, dann hat sich das hier von so einer Fledermaus in so ein... Wie nennt sich das? Ja, so ein Dings halt verwandelt. Okay, gut. Experten heißt es. Expertenobjekt. Experten, nicht Meister. Expertenobjekt. Okay. Haben wir hier eigentlich noch so ein Expertenobjekt, oder? Ja, haben wir. Okay, ich sehe es gerade. Hier liegt nämlich so ein Baseball. Baseball halt, ja. Ein Baseball. Baseball und ein Tanzapfen. Gut. Vielleicht finden wir sogar wirklich noch alles. Wäre eigentlich ganz cool. Und wir haben jetzt schon 20 von 35. Das heißt, wir kommen auch langsam wirklich zum Ende vom Spiel, oder? So ganz langsam. Oh je, was ist das denn? Bau die Schleifmaschine zusammen. Jetzt müssen wir hier noch so... Oh je. Ich kann das doch nicht. Ich bin doch technisch nicht so begabt. Das kommt hier hin. Ja gut, das ist ja nicht so schwer. Sagte sie und machte schon Fehler. Aber es ist ja alles schon da dann. Das ist ja gut. So. Du da hin. Das hier... Na komm. Achso, das ist Seil hoch. Sorry. So, das Pedal noch da unten hin und das hier hin. Gut, wunderschön. So, was können wir damit jetzt machen? Mit dieser Schleifmaschine könnte ich so gut wie alles schärfen. Haben wir irgendwas Stumpfes? Nee. Hä? Was können wir damit jetzt schleifen? Bin ich wieder so ein bisschen überfragt? Hatten wir hier irgendwas drin? Nee, ne? Aber wie können wir die Steine entfernen? Ist auch so eine Frage. Wofür hatten wir jetzt nochmal den Schlüssel gebraucht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Egal, ich würde mal sagen, wir setzen gerade mal noch die Porträts ein. Wenn wir schon dabei sind und hier so zwei Stück gefunden haben. Huch. Hallo. Oh, was war das denn jetzt? Keine Ahnung.
Ja, es wird langsam immer voller hier, ne? So viele sind es nicht mehr, die fehlen. Wie viele fehlen denn noch? Ja, genug, genug, trotzdem noch genug. Naja. Dann haben wir in der Küche immer noch was zu erledigen. Ich weiß aber nicht was, in dem Keller auch. Gehen wir mal da mal hin. Oh, hier haben wir noch ein Wirbelbildspiel. Ein Wirbelbild. Aber wofür haben wir noch mal den Schlüssel gebraucht? Ah, das war hier, genau. Dann machen wir das jetzt gleich mal. Schauen, was hier so drin ist. Noch ein Porträt. Toll, da hätten wir gar nicht ins Porträtzimmer gebraucht. Wenn wir hier jetzt direkt das gewonnen haben, der Kehrschaufel. Okay. Kehrschaufel, was wollen wir jetzt mit der Kehrschaufel wieder anfangen? Okay, und wo waren wir jetzt noch? Wo war jetzt noch was? Achso, in der Bildhauerwerkstatt können wir jetzt das, genau. Und in der Küche. Haben wir jetzt in der Küche? Haben wir da noch ein Wimmelbild, oder? Nee. Was haben wir denn jetzt? Nee, mir fällt immer noch nicht ein, was wir hier jetzt irgendwie machen können. Deswegen gehe ich immer wieder weg und setze mal noch das Porträt ein. Ich habe schon wieder vergessen, wie lange wir gerade aufnehmen. Ja, toll, ne? Okay. Dann gehen wir wieder zurück in die Werkstatt. Oder wollen wir erst das Wimmelbild im Keller machen? Ich schau mal ganz kurz, wie lange ich schon aufnehme. Moment kurz. Ah ja, wir haben noch locker viel Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erst nochmal zurück in den Keller, oder? Ja, doch, machen wir erstmal das Wimmelbild im Keller, wenn wir schon dabei sind und das gesehen haben. Gut, was brauchen wir denn? Ein Kohl, den haben wir hier. Ein Tannenbaum haben wir hier. Das ist halt jetzt cool, dass ich noch vieles weiß von der letzten Folge. Da ist die Erdbeere. Ein Brot. Das Baguette, oder wie? Ja. Eine Zwiebel. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebel. Wo war hier eine Zwiebel? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr. Egal. Ein Chamäleon haben wir hier. Ein Dosenöffner. Wo war hier denn Dosenöffner? Nee, das weiß ich gerade nicht mehr. Ein Holz. Holzstämme. Was ist denn ein Maracas? Das ist diese Maske. Nee, Maske. Nee, ich habe gar nicht gesehen, dass da Maske stand. Was ist denn ein Maracas? Eine Sonne? Die haben wir hier. Ein Auge, das lag hier drauf. Das war in der letzten Folge so schön. Ist das denn vielleicht ein Maracas? Nee. Was haben wir hier? Das sieht aus wie eine Saftpresse, aber der Griff fehlt. Ist das da der Griff? Nee. Was soll denn hier drin jetzt? Da haben wir die Zwiebel. Ist das der Dosenöffner? Ja. Okay, ich habe gedacht, das wäre so ein Auftrenner, wie vom, weiß nicht, vom. Was ist das da? Ist ja ein Bumerang, ne? Kein Maracas oder so. Ist das Maracas? Nee. Ein Wasserhahn? Wo haben wir denn den Wasserhahn? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Ach so, da. An dem Fass dran. Jetzt ist halt nur noch die Frage, was ist ein Maracas? Ist das dann Maracas? Nee, das ist ja, kann man ja gar nicht anwählen. Und ein Becher mit Saft. Aber da müssen wir hier erstmal was mit diesem Ding hier machen. Dann ist das hier der Becher. Nee, konnten wir jetzt. Konnten wir. Ah, das da. Okay, gut. Hier, rein damit. Und da kommt hier der Saft raus. Und wir haben den Becher mit Saft. Trotzdem, was ist. Ach so, Maracas sind das, diese Dinger hier. Genau, okay. Maracas. Gut. Wunderschön. Und wir bekommen Holzstämme. Ah, da können wir in der Küche hier Feuer machen, ne? Weil ich gerade zu faul bin, hier diese blöde Sequenz zu machen mit diesem Hochfahren und alles. Okay. Holz hier rein. Geht es nicht? Diese Holzstämme sind zu groß, um zu brennen. Ich muss sie zerhacken. Ja, wo
kann man das machen? Oder womit? Oder hier im Keller irgendwas übersehen? Gab es da auch so eine Axt oder sowas? Oh je, jetzt gibt es ja wieder 1000 Millionen Sachen. Aber im Keller ist nichts mehr. Finden wir vielleicht in der Bildhauerwerkstatt was, um das zu zerkleinern. Oh, hier haben wir noch ein Wimmelbild. Ja, voll. Jetzt ist ja alles am Wimmelbilden. Vielleicht bekommen wir hier ja irgendwie eine Axt oder sowas. Probieren wir hier einfach nochmal weiterzukommen. Ein Engel. Ist das das ganze Ding hier, oder? Nee. Gab es hier so einen kleinen Engel irgendwo? Sehe ich gerade spontan nicht. Fächer. Fächer sehe ich gerade auch nicht so ganz. Eine Lilie. Ist das eine Lilie? Ja. Eine Muschel. Die ist hier oben. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Eine Krone. Eine Schriftrolle haben wir hier. Das ist die Krone. Hier ist auch ein Auge. Wo haben wir denn hier ein Auge? Oh, hier können wir irgendwas rot malen. Achso, der Schwan wahrscheinlich. Wo ist hier ein Schwan? Hier ein Schwan? Hallo, Schwan? Nee, hier ist kein Schwan. Was haben wir denn hier drin? Ein Geweih. Das haben wir draußen. Muschel? Noch eine Muschel? Hab ich die Muschel jetzt nicht? Hä? Hier gibt es zwei Muscheln. Ja, interessant. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Was haben wir noch? Ein Besen. Ein Holzhammer, das ist der da. Ein Spaten, ja. Ein Knochen, den haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Ein Auge, versuche ich halt immer noch so ein bisschen. Ach so, das hier wahrscheinlich, dieses Auge. Ach, da haben wir den Schwan. Malen wir den mal rot an. Und roter Schwan. Sehr gut. Was haben wir noch? Ein Geweih. Ist halt eben das da. Ein Fernglas. Haben wir da. Ein Engel. Das ist ja ein Engel, aber... Achso, der Engel. Der Kleine. Okay. Fehlt noch eine Muschel und eine Flasche. Da liegt die Muschel. Wollen wir jetzt hier noch eine Flasche stehen? Achso, die da. Okay, so, haben wir auch dieses Wimmelbild-Rätsel gelöst und bekommen eine Schaufel. Und die können wir jetzt wahrscheinlich benutzen. Zusammen mit der Kehrschaufel vielleicht. Nicht? Kehrschaufel? Ja. Kehrschaufel reicht. Oh, jetzt haben wir hier das Herz. Sehr gut. Dann können wir zum Friedhof gehen und es da einsetzen. Was haben wir denn jetzt noch alles? Boah, ist so viel Zeug hier jetzt schon wieder, irgendwie. Okay, wir haben die Holzstämme und eine Schaufel. Wir müssen die Holzstämme ja noch irgendwie zerkleinern. Aber wo können wir die zerkleinern? Vielleicht mit dem... Nee, weiß gar nicht. Dann würde ich sagen, wo müssen wir jetzt noch hin? Wir können noch in den Garten... Und eben zum Friedhof. Haben wir jetzt im Garten auch nochmal was? Was haben wir da jetzt? Achso, können wir hier jetzt irgendwas machen, damit wir die Hacke bekommen? Das Feuerzeug hat ja nichts gebracht, oder? Nee. Was können wir mit dem Feuerwerkskörper eigentlich machen? Der begleitet uns jetzt auch schon ziemlich lange und ich habe keine Ahnung, wo wir den eigentlich einsetzen können. Können wir das Schaufel vielleicht... auf das Eis schlagen, damit das Eis kaputt geht. Nein. Nee, ich weiß nicht, wo wir hier weiterkommen. Nee, weiß ich gerade ernsthaft nicht so ganz. Aber wir wissen jetzt, dass wir das Herz hier einsetzen können. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes. Herz, rein da. Jetzt? Oh! Ah, oh, der Bildhauer! Cool! Dann reden wir noch mit dem und dann beenden wir die Folge, würde ich mal so sagen. Incredible! Can you really see me? Yep. I'm so glad! Perhaps you'll be able to help me.
vielleicht. After my wife Sylvia died, I tried to recreate her face in marble, but I failed. I couldn't make the cold, dead stone look like she did. The face looked like any other bust. After several sleepless weeks, I went mad. I dug up my wife's grave, took her skull, and used it as a model for the head of my statue. Wow. Since then, I've been unable to find peace or Sylvia's soul. Krass. Please return Sylvia's skull to its grave. Ja klar, mach ich. Kein Problem. Wow, das finde ich gerade krass. Deswegen ist hier auch so eine offene Stelle. Oder so eine, ja. Wow. Der Geist des Bildhauers. Mein Herr, ich kann kaum beschreiben, was dieser Wahnsinnige getan hat. Er hat das Grab seiner Frau geöffnet und benutzte den Schädel seiner Frau als Modell für eine Statue. Sind ihre Knochen im Innern der Statue? Wenn ja, muss ich sie zum Grab zurückbringen. Wow, das ist schon heftig. Also man kann es irgendwie auch verstehen, finde ich, muss ich sagen. Aber wow. Es ist heftig, doch. Ja. Okay, mit dieser Information beenden wir jetzt aber mal die Folge für heute. Ja, ich hoffe, wir kommen hier gut weiter dann in der nächsten Folge und können ihm helfen, den Schädel seiner Frau wieder zurückzubringen ins Grab. Und ja, dass sie eben auch ihren Frieden findet. Und er auch. Dass sie auch vielleicht glücklich und zufrieden ihren Frieden finden können. Wenigstens jetzt. Ja, alles klar. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.